Wie sicher sind Brustimplantate? Kann ich damit nach einer OP fliegen? Was passiert damit nach einem Unfall? Das ist das heutige Thema unseres Videos. Schönen guten Tag, mein Name ist George Stergiou. Ich bin hier leitender Arzt in der Abteilung für Gesichts- und plastische Chirurgie der Praxisklinik Urania in Zürich. Das heutige Thema ist Sicherheit im Zusammenhang mit Brustimplantaten. Eine sehr oft gestellte Frage in der Sprechstunde ist: Was passiert nach einer Brust-OP? Kann ich damit fliegen? Und wie sicher sind die Implantate im Zusammenhang mit einem Unfall? In dem Zusammenhang muss man erläutern, dass in der heutigen Brustvergrößerungschirurgie die Brustimplantate, die wir hier in der Hand haben, erstens mal verschiedene Formen und verschiedene Oberflächen haben. Aus der Tradition heraus hat man zuerst die Implantate über dem Muskel, also über dem Brustmuskel, platziert. Heute werden die meisten Brustimplantate unter dem Brustmuskel platziert, damit auch die entsprechende Körperform und die Form der Brust besser erscheint. Was das Material anbetrifft, hat ein Wandel stattgefunden in den letzten Jahrzehnten. Aus dem ursprünglich flüssigen Silikon, das um eine Silikonhülle eingetragen wurde, haben wir heute Implantate mit einem entsprechenden Silikongel. Das heißt, bei einem Unfall, wo die Oberfläche zerrissen wird, kann das Flüssige, das früher einfach ausgeflossen ist, heute nicht stattfinden. Das ist ein kohäsiver Gel, der wieder Rückstellung hat. Das heißt, bei einem Unfall, wo sich die Oberfläche zerstört, passiert das nicht mehr. Ich kann mich erinnern an den Fall einer Patientin, die nach einem Motorradunfall sich die Rippe gebrochen hat, die sich dann durch das Implantat durchgebohrt hat und aber aufgrund dieser neuen Technologie ja nichts passiert ist, weil eben dieser kohäsive Schäl Rückstellung hat und nicht ausfließt. Auf die andere Frage, ob man nach einer Brust-OP fliegen kann, möchte ich dazu Stellung nehmen, indem dass man einfach sagen kann, dass nach einer Operation, einer Brust-OP in der Regel 2 bis 3 Wochen abgewartet werden muss, um eine sichere Wundheilung zu haben. Es gibt keine Gefahr, dass Implantate in der Luft platzen. Das ist so eine Vorstellung, die die Leute haben. Die ist aber falsch. Die Implantate werden bei abnehmendem Luftdruck nicht größer, sondern sie bleiben konstant. Falls Sie sich für eine professionelle Beratung im Bereich der Brustaugmentation interessieren, dann nehmen Sie sich bitte ein kostenloses Beratungsgespräch hier bei mir in der Praxisklinik Urania. Die Kontaktdaten finden Sie unten in der Videobeschreibung. Trotz allem muss man, wenn es im Zusammenhang mit Brustimplantaten und Risiken geht, darüber reden, dass Implantate, Silikonimplantate, nicht körpereigenes Material ist und der Körper versucht, letztendlich dieses Material abzuschotten. Das heißt, biologisch gesehen, er bildet mit der Zeit eine Kapsel. Diese Kapsel kann sich im Laufe der Jahre dann verhärten. Das ist die sogenannte Kapselfibrose und das ist das Gefühl, dass die Patienten uns mitteilen, dass ihre Brust härter wird, teilweise sogar schmerzt. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo man dann entsprechend eine Nachoperation einschalten muss, um diese Kapsel zu entfernen, allenfalls das Implantat zu wechseln, um die Brust wieder weich zu bekommen. Weshalb entsteht überhaupt diese Kapselfibrose? Diese Kapselfibrose kommt daher, dass man früher diese Implantate über dem Muskel gelegt hat. Legt man diese Implantate über dem Muskel, wird bei jeder Bewegung ein gewisser Reiz auf den Muskel ausgeübt. Der Körper kann nur etwas machen. Er kann Fasern bilden, um dieses Implantat zu stabilisieren. Bildet eine Frau viel Fasern, gibt es eine starke Kapsel und mit der Zeit eine Verhärtung. Da hat man sich gedacht, okay, wir entwickeln ein Implantat, das eine Rauheit hat, durch das mehr Grip, das heißt mehr Festigkeit, sich weniger bewegt. Es ist tatsächlich so, raue Implantate über dem Muskel geben weniger Kapselfibrose. Nun ist es aber so, dass wir heute viel mehr Implantate unter dem Muskel setzen, weil es vom Muskel selber stabilisiert wird. Und da ist es gemäß den neuesten Studien wieder besser, dass wir wieder glatte Implantate nehmen. Also, wenn es darum geht, dass Sie sich entscheiden müssen, wo liegt das Implantat letztendlich bei mir? Dann ist eine entscheidende Frage, wie viel Fett habe ich über diesem Brustmuskel? Mache ich einen kleinen Pinch-Test, das heißt einen kleinen Kneiftest, habe ich weniger wie 2 cm, gehört es automatisch unter dem Muskel. Ist es unter dem Muskel, dann nehme ich eine glatte Oberfläche. Dann kommt die nächste Frage, nehmen wir ein rundes Implantat oder nehmen wir ein tropfenförmiges Implantat, das heißt
eines, das sogenannt anatomisch ist. Also, die heutigen Implantate sind so gemacht, die sind zu 85% gefüllt und nicht zu 100%, so dass der Muskel und die Schwerkraft automatisch einen Tropfen ergeben. Der Vorteil des runden Implantates ist, dass wenn es sich dreht, bleibt es immer rund. Ein anatomisches Implantat, das traditionell von der älteren Generation gebraucht wurde, kann sich verdrehen. Ein tropfenförmiges Implantat oder ein sogenannt anatomisches Implantat, das man über dem Muskel verwendet, kann sich in 15-20% verdrehen. Und da ist natürlich die Brustform nicht mehr die gleiche. Alle diese Nachteile, die wir hier haben, können wir jetzt mit der Lage des Implantates unter dem Muskel, mit einer glatten Oberfläche, unter automatischen, idealen anatomischen Brustformeinstellung bei einem runden Implantat, das sich ja verdrehen kann, können wir jetzt im Prinzip lösen. Falls Ihnen dieses Video nicht gefallen hat, dann geben Sie uns einen Daumen nach unten. Falls Ihnen aber dieses Video gefallen hat, dann geben Sie uns einen Daumen nach oben. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn Sie diesen Videokanal abonnieren. Und falls Sie Fragen und Anregungen haben, können Sie sie unten aufbringen. Aus Zürich grüßt Sie Ihr Dr. Stergio. We'll be right back.